Schädlinge richten große Schäden an Kulturpflanzen an. Riesige Monokulturen verschärfen das Problem. Gefährliche Insektizide sind keine Lösung. Immer mehr Insekten sind resistent. Da hilft nur noch die Natur. Biologische Schädlingsbekämpfung. Gute Insekten, böse Insekten. Insektenlarven sind gefräßig und befallen viele Kulturpflanzen, wie etwa Apfelblüten. Insekten, die sich mit Vorliebe von denselben Pflanzen ernähren wie wir Menschen, bezeichnen wir deshalb als Schädlinge. Der Apfelblütenstecher etwa interessiert sich lebhaft für Apfelknospen. Doch wenn er sich in der welken Apfelblüte verpuppt, ernten wir keine schönen Äpfel mehr. Fast jedes Insekt hat ein anderes Insekt als Gegenspieler. Falls ein solcher Gegenspieler sich von einem Schädling ernährt, bezeichnen wir ihn als Nützling. Der Marienkäfer etwa ernährt sich vorwiegend von Blattläusen und ist deshalb ein beliebter Nützling. Der Schweizer Urs Wies ist emeritierter Professor für Pflanzenkrankheiten an der Universität Kiel. Obwohl er pensioniert ist, verbringt er viel Zeit in einem Keller der Universität. Pro Tag bin ich manchmal schon um 5 Uhr hier, weil viele Insekten einen Tagesrhythmus haben. Das heißt, wenn sie schlüpfen aus den Eiern und so weiter, das passiert meistens bei Sonnenaufgang. Da bin ich also schon Frühaufsteher geworden und dann die besseren Zähne, die kommen dann meistens abends, auch so manchmal um 11 oder dann rufe ich an, es tut mir leid, ich komme erst um 3 nach Hause, weil jetzt gerade alles gut klappt. Man muss lange warten. Also die Zeit, die ich damit verbringe, das ist so im Schnitt so um die 60 bis 70, sogar noch mehr Stunden pro Woche. Das Studium der Insekten hat durchaus auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Nicht nur Heuschrecken, auch andere Insekten, wie zum Beispiel Blattläuse, können enorme wirtschaftliche Schäden anrichten. Sie schädigen die befallenen Pflanzen und übertragen Viruserkrankungen. Die wirtschaftliche Bedeutung von Blattläusen ist enorm. Erstens vermehren sie sich wahnsinnig schnell, können also unglaublich schnelle große Populationen aufbauen. Jeder Gartenbesitzer kennt das Phänomen der sich explosionsartig vermehrenden Blattläuse. Sie entnehmen den Pflanzen den Assimilatsaft, also sie saugen an den Siebröhren und sie nehmen die Assimilate auf und sie scheiden sie aus in Honigtau, dadurch wird die Pflanze auch geschwächt. Der ausgeschiedene Honigtau ist eine zuckerhaltige Lösung. Aber die größte Bedeutung haben die Blattläuse sicherlich als Vektoren, das heißt als Überträger von pflanzenpathogenen Viren. Das geht in die Milliarden, die Schäden, die hervorgerufen werden, weltweit natürlich, nicht jetzt europaweit, die durch solche Viren hervorgerufen werden. 80% aller Tierarten sind Insekten. Weit über 1 Million Arten gibt es. Dank seiner Filmaufnahmen kann Professor Wies wertvolle Einblicke in das Leben der Insekten gewinnen und vermitteln. Eine Blattlaus hilft einer anderen Blattlaus bei einer Geburt. Blattläuse kennen wir zwar alle, doch erst durch solche Aufnahmen gewinnen wir einen Einblick in ihr soziales Leben. Gegenspieler der Blattläuse sind zum Beispiel die Raubwanzen, die sich ausschließlich auf räuberische Weise von anderen Insekten ernähren. Auch die dämmerungs- und nachtaktiven Florfliegen oder Goldaugen sind Gegenspieler der Blattläuse. Als erwachsene Tiere ernähren sie sich von Nektar und Pollen. Ihre Larven fressen eine große Anzahl von Beutetieren. Raubwanzen, Florfliegen oder Marienkäfer bezeichnen wir deshalb als Nützlinge. Die Begriffe Schädling, also böses Insekt, und Nützling, also gutes Insekt, beziehen sich ausschließlich auf ihren Nutzen oder Schaden für den Menschen und entsprechen keiner sinnvollen biologischen Einteilung. Auch Spinnen sind Gegenspieler vieler Insekten und werden deswegen oft als Nützlinge bezeichnet.
diese Aufnahmen, so schrecklich manchmal sie auch sind, sind eben auch irgendwie, haben etwas Besonderes. Und man muss sagen, das sehen wir als schrecklich an. Aber das ist es eben nicht. Natur, keiner stört sich daran, wenn man im Film sieht, wie so ein Löwe, so ein Beutetier zerreißt ein Stück. So läuft es eben auch bei den Insekten ab. Die Gewächshäuser der Firma Katz Biotech südlich von Berlin. Auf den ersten Blick wähnt man sich in einem ganz normalen Gewächshaus. Pflanzen werden vermehrt, eingetopft und aufgezogen. Der schwäbische Unternehmer Peter Katz hat sich vor einigen Jahren hier niedergelassen, um im großen Maßstab Nützlinge zu züchten. Die Filmaufnahmen von Urs Wies helfen Peter Katz und besonders seinen Kunden, das Verhalten vieler Insekten besser zu verstehen. Auf einer Wirtspflanze werden Spinnmilben gezüchtet. Der aggressive Schädling überzieht befallene Blätter mit einem feinen Spinnennetz und verbreitet sich in kurzer Zeit massenhaft. Gurken- und Bohnengewächse leiden oft unter diesem Schädling aus der Klasse der Spinnen. Der wohl beste Gegenspieler der Spinnmilbe ist die viel größere Raubmilbe. Die Nützlingszucht folgt dem Kreislauf der Natur. Nützlinge ernähren sich von Schädlingen und Schädlinge brauchen Wirtspflanzen. Hier werden Raubmilben auf befallenen Wirtspflanzenblättern geerntet und versandfertig verpackt. Generell sieht eine Nützlingszucht so aus, dass wir zunächst mal eine Wirtspflanze brauchen, auf der wir den Schädling vermehren. Und auf diesem Schädling wird dann der Nützling produziert. Wenn man dann jetzt die einzelnen Bereiche anguckt, dann stellt man fest, dass eigentlich der schwierigste Bereich die Schädlingsvermehrung ist. Also es ist immer sehr schwierig, über einen langen Zeitraum Schädlinge in hoher Menge in der Zucht zu halten. Und wenn das gelingt, dann ist es eigentlich relativ einfach, die Nützlinge als letzten Schritt mit darauf zu vermehren. Die Haltung von Blattläusen ist die Basis jeder Nützlingszucht. Hier geht es um die Gewinnung von Schwebfliegeneiern. Zu diesem Zweck werden Schwebfliegenlarven auf von Blattläusen befallenen Pflanzen ausgesetzt. Bevor sie sie fressen, schleimen die gefräßigen Schwebfliegenlarven ihre Opfer ein, um sie bewegungsunfähig zu machen. Nachdem sie etwa 1000 Blattläuse gefressen haben, verpuppen sich die Larven. Aus der Puppe schlüpft schließlich die Imago, das erwachsene Tier. Die gemeine Gartenschwebfliege fliegt in unseren Breitengraden von April bis Oktober. Das Vollinsekt ernährt sich jetzt von Nektar und Pollen und spielt als Bestäuber eine wichtige Rolle bei uns. Die Eiablage erfolgt immer in der Nähe einer Nahrungsquelle für die zukünftigen Larven. Um sie zur Paarung und Eiablage zu stimulieren, hält Peter Katz auch die geschlüpften Schwebfliegen zusammen mit Blattläusen. Ein anderer Nützling, auf dessen Zucht sich Peter Katz spezialisiert hat, ist der Marienkäfer. Die Larven des Marienkäfers sind je nach Art unterschiedlich. Fast alle haben Warzen mit Dornen oder Borsten, sind agil und äußerst gefräßig. Sie entwickeln sich in 30 bis 60 Tagen und häuten sich dabei viermal. Im letzten Larvenstadium fressen sie die meisten Blattläuse. Anschließend verpuppen sie sich. Aus der Puppe schlüpft dann der charakteristische flugfähige Käfer. Von der Eiablage bis zum fertigen Marienkäfer können, je nach Temperatur, mehrere Wochen verstreichen. Der frisch geschlüpfte Käfer ist noch blass, erlangt aber schon in wenigen Stunden seine eigentliche Färbung und Musterung. Biologischer Pflanzenschutz findet natürlich zu jedem Moment überall dort statt, wo es grün ist.
Und das ist an für sich noch eine viel wichtigere Regulationsmechanismus als chemische Pflanzenschutzmittel. Denn die meisten Krankheiten und die meisten Schädlinge, die werden uns gar nicht so bewusst, weil sie nie wirklich wirtschaftliche Schäden anrichten. Und das liegt hauptsächlich daran, dass eben genügend Gegenspieler in der Natur vorkommen, die dafür sorgen, dass diese Schädlinge oder Krankheiten gar nicht erst über die wirtschaftliche Schadschwelle kommen. Auch der erwachsene Käfer vertilgt Blattläuse. Einige besondere Arten fressen Schildläuse und andere Schädlinge wie weiße Fliegen und Spinnmilben. Gleich nach der Überwinterung beginnen die Marienkäferpaare mit der Kopulation, die oft mehrere Stunden dauert. Im Gegensatz zu anderen Insekten sind die Marienkäfer nicht allzu vermehrungspotent. Das Weibchen legt bis zu 400 Eier, in Portionen von 10 bis 60 Stück. Bei Katz macht man es sich zunutze, dass der Käfer die Eier gerne an einem dunklen und warmen Ort ablegt. Sorgfältig werden die Eier eingesammelt und zum Versand bereit gemacht. Marienkäfer sind besonders bei Hobbygärtnern beliebt. Also der Vertrieb erfolgt direkt an den Endkunden, das ist die eine Schiene. Da hat man sich über Jahre hinweg einen gewissen Namen gemacht, probiert bei bestimmten Veranstaltungen und Messen präsent zu sein und seine Produkte zu zeigen. Man vertreibt über Kollegen oder auch Konkurrenten im In- und Ausland. Das ist ein gewisser Austausch von Nützlingen, weil jeder nicht alles haben kann. Und so hat man eine Palette an Nützlingen, die man direkt an den Endkunden verkauft und solche, die über Wiederverkäufer zum Endkunden gelangen. Die biologische Schädlingsbekämpfung ist eine noch junge und fragmentierte Industrie. Die Firma Andermatt Biocontrol ist im schweizerischen Großtietwil beheimatet. Hier hat man sich auf einen anderen Aspekt der biologischen Schädlingsbekämpfung spezialisiert. Man infiziert Schädlinge mit Viren, um sie krank zu machen. Die Virenlösung wird in die ganze Welt exportiert. Die Apfelwicklerlarve verursacht das berühmte Wurmloch im Apfel. Die Larven durchlaufen 5 Stadien. Im ersten Stadium bohren sie sich in den Apfel, um sich etwa 3 Wochen von diesem zu ernähren. Ist die Raupe ausgewachsen, verlässt sie die Frucht, um sich in Rindenritzen zu verpuppen. Sehr viele Insekten leiden unter einer Viruskrankheit und die kann zum Tod des Insektes führen. Wir produzieren bei uns in der Andermatt Biocontrol Viren gegen zum Beispiel den Apfelwickler, das ist der bekannte Wurm im Apfel, den man kennt. Der Bauer spritzt den Virus in die Obstanlage, auf die Blätter und auf die Äpfel. Die sind absolut unschädlich für uns Menschen. Die sind sehr spezifisch und gehen nur auf den Apfelwickler. Sobald der Apfelwickler Falter die Äpfel anfliegt, Eier legt und die Larve aus den Eiern schlüpft, kommt sie mit dem Virus in Kontakt und stirbt ab. Das sogenannte Granulose-Virus befällt die Larve und vermehrt sich in ihr. Aus befallenen Larven lässt sich dann wiederum das Virus gewinnen. Eine andere Spezialität der Firma ist die Zucht von Nematoden, mikroskopisch kleinen Fadenwürmern. Sie werden in einem abgedunkelten, warmen Raum in einer Nährstofflösung aus Schweinenieren vermehrt. Die Nematoden werden mit einer Trägersubstanz vermischt. Im Zeitraffer wird sichtbar, dass dieses Pulver lebt, was sich beim Blick durchs Lichtmikroskop bestätigt. Bevor sich Professor Wies dem Filmen von Insekten zuwandte, erforschte und filmte er Nematoden. Die sieht man mikroskopisch gar nicht. Also das heißt, die könnte ich gar nicht so aufnehmen mit dem System, das ich jetzt habe, mit dem ich die Insekten aufnehme. Ich habe aber Filme gemacht unter dem Lichtmikroskop. Die sind so vielleicht 0,01 Millimeter lang. Und uns hat es fasziniert, mit Nematoden zu arbeiten, weil sie so winzig sind und weil man immer wieder etwas Neues entdecken konnte. Nematoden werden auch Fadenwürmer genannt. Sie leben in feuchten Medien. Nematoden haben sich letztendlich alle Lebensräume in der Welt erobert. Die leben in der Tiefsee, bei uns überall in den Böden. Und man sagt, wenn man die gesamte Erde mal entfernen würde und nur die Nematoden überlassen würde, würde man aus dem Weltraum die Welt noch erkennen. So viele Nematoden leben auf der Welt. Aber über ihre Ernährungsbedingungen und ihre Funktion auch in der Ökologie beginnt man erst zu verstehen, wie wichtig diese Fadenwürmer überhaupt sind. Man schätzt, dass rund 80% aller auf der Erde vorkommenden vielzelligen Tiere Nematoden sind. Bislang wurden über 20.000 verschiedene Arten beschrieben.
Einige Nematodenarten parasitieren Insekten und sind deshalb von Interesse für die biologische Schädlingsbekämpfung. Sie befallen Insekten wie etwa die im Boden lebenden Larven des Dickmaulrüsslers und parasitieren diese. Erst seitdem man es gelernt hat, diese Nematodenkultur in künstlichen Nährmedien in Flüssigkultur zu produzieren, ist es gelungen, ganz normale Technologie, die wir aus der klassischen Biotechnologie kennen, also aus der Pharmazie zur Herstellung von Antibiotika oder aus der Milchindustrie, Joghurtkulturen werden mit diesen Fermentern hergestellt. Und heute können wir eben auch diese kleinen Tierchen in diesen Fermentern produzieren. Und die Nutzung dieser modernen Technologie hat es möglich gemacht, diese Nematoden zu einem solchen günstigen Preis zu produzieren und anzubieten, dass sie im Pflanzenschutz auch eingesetzt werden können. In Zukunft wollen wir gerne dann die Nematoden sozusagen domestizieren. So wie man es mit Kühen und Schweinen und Hühnern gemacht hat, würden wir gerne züchterisch an die Nematoden herangehen und sie zum Beispiel besser lagerungsfähig machen, vielleicht auch aktiver, wenn wir sie ausbringen im Pflanzenschutz, im Gemüse oder so, dass sie dann auch sehr schnell reagieren, gut reagieren auf ihre Wirtsinsekten und sie gut parasitieren können, sodass wir langfristig gesehen dann vielleicht weniger Nematoden einsetzen müssen und es damit auch wieder kostengünstiger gestalten können. In Almería im Südosten Spaniens bedecken Treibhäuser eine Fläche von etwas unter 400 Quadratkilometern. Im Wintergarten Europas ist der Kostendruck groß. Die Jahresproduktion von 3 Millionen Tonnen Gemüse deckt etwa 80% des Wintergemüsebedarfs von Mittel- und Nordeuropa ab. Die Monokulturen sind ein Paradies für gefräßige Insekten. Also wenn ich ein Insektizid gegen einen Schädling einsetze, dann habe ich dann natürlich auch Nebeneffekte zu erwarten. Ich töte dann nämlich zum Beispiel die Gegenspieler von meinem Schädling auch mit ab oder auch die Gegenspieler von anderen Insekten, die vielleicht noch gar nicht so schädlich sind, aber dann durch den Einsatz von diesen Chemikalien schädlich werden. Und das ist natürlich ein wesentlicher Nachteil von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Zum anderen ist der wesentliche Nachteil, dass sich eben oft Resistenzen entwickeln. Die Landwirte haben immer mehr mit Resistenzen bei Insekten zu tun gegen die Pflanzenschutzmittel, sodass es dann oftmals zu einer überhöhten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln kommt, mit der Konsequenz, dass wir dann natürlich auch erhöhte Rückstände in unseren Nahrungsmitteln von diesen Pflanzenschutzmitteln haben. Aber es kam noch schlimmer. Wegen der zunehmenden Resistenzen wurde immer öfter zu behördlich nicht zugelassenen Pestiziden gegriffen. In Almería sind solche illegalen Substanzen überall erhältlich und jedem Gemüsebauer unter dem Codenamen Tango bekannt. Dass Tango breit Verwendung fand und teilweise noch immer verwendet wird, leugnet niemand. Mit dem LKW werden Gemüse und Früchte aus Südspanien nach Norden gekarrt und anschließend vom Verteilzentrum aus auf die einzelnen Supermärkte verteilt. 2005 wies Greenpeace im spanischen Wintergemüse überhöhte Rückstände und illegale Insektizide nach. Die Studie fand großen Widerhall in Presse und Öffentlichkeit. Pflanzenschutzhersteller wie auch einzelne Großverteiler sahen sich massiver Kritik ausgesetzt. Der Marktanteil von Supermarktketten, die besonders schlecht abschnitten, fiel markant ab. Es gab eine Studie einer NGO, die speziell in Deutschland, aber auch der Schweiz Untersuchungen vorgenommen hat in Rückständen in importierten Früchten und Gemüsen, aber auch lokalen Früchten und hat eine Auswertung gemacht, die dann relativ hohe Wellen geworfen hat. Deshalb reagierten die Großverteiler rasch und gaben ihren Lieferanten in Spanien die Vorgabe, weniger Pestizide einzusetzen. In modernen Lebensmittellabors können heute auch kleinste Mengen von Pestiziden nachgewiesen werden. Der Schweizer Großverteiler Migros führt nach eigenen Angaben jedes Jahr 500 solcher Analysen bei Früchten und Gemüse durch. Was die Pestizide bzw. die Kombination der verschiedenen Rückstände im menschlichen Körper bewirken, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Pestizide in Lebensmitteln können aber potenziell Hormonhaushalt und Immunsystem beeinträchtigen, die Entwicklung von Krebs begünstigen oder das Nervensystem schädigen.
Wir stellen uns einfach die Frage, jeweils wenn es eine gewisse Anzahl von Rückständen, also Wirkstoffen überschreitet, ob eventuell da man sich fragen muss, was da genau passiert. Ja, man ist sich nicht im Klaren, was solche sogenannte Cocktails ausmachen im menschlichen Körper. Und das sind laufende Studien jetzt, die das abklären sollen. Einerseits haben wir von der Marktseite die Forderung, weniger Pestizide, also Rückstände in den Endprodukten zu haben. Und das andere Thema ist die Resistenz der Schädlinge vor Ort, die einfach auf die Pestizide nicht mehr reagieren. Und das hat ausgelöst, dass man nach Methoden, nach Alternativen suchen musste. Für die Gemüsebauern von Almería kann die Alternative nur Rückbesinnung auf die Natur heißen, also biologische Schädlingsbekämpfung. Denn deutsche Konzerne wie Aldi und Lidl, aber auch Schweizer Großverteiler achten heute sehr genau darauf, nur noch gering belastete Ware zu kaufen. Sie wollen ihre Lieferanten kennen und die Herkunft der Produkte im Zweifelsfall auch zurückverfolgen können. Großgrundbesitz vermochte sich in Almería nicht durchzusetzen und deshalb gibt es tausende kleiner und mittelgroßer Familienbetriebe. Sie verkaufen ihre Produkte auf Auktionen oder über Kooperativen. Die Kooperative übernimmt Marketing, Qualitätskontrolle, Verpackung und Verlad der Produkte. In Marokko wird heute ebenfalls Gemüse im großen Stil unter Plastik angebaut. Um gegen die Billigkonkurrenz zu bestehen, wollen die Spanier ihre Produkte in Zukunft als qualitativ besser und biologisch vermarkten. Um dieses Ziel zu erreichen und den Vorgaben vieler Großverteiler zu genügen, wurde seit 2006 bereits ein Drittel der Anbaufläche auf die biologische Schädlingsbekämpfung umgestellt. Und auch die Agrochemie-Großhändler in Almería stellen um. Immer häufiger wird auf den Einsatz von Insektiziden zugunsten biologischer Methoden verzichtet. Im April ist ein guter Zeitpunkt für den Einsatz von Nematoden. Die Fadenwürmer müssen kühl und feucht gelagert werden, sonst sterben sie ab. Weil ihre Anwendung anspruchsvoller ist als das Spritzen eines Insektizides, müssen die Verkäufer zu ihren Kunden fahren und ihnen beibringen, wann und wie die Behandlung mit den Nematoden zu erfolgen hat. Denn die Fadenwürmer müssen zur richtigen Zeit ausgebracht werden und wirken nur gegen ganz bestimmte Schädlinge. Wenn das Spritzen eines Insektizids mit dem Einsatz eines Breitbandantibiotikums verglichen werden kann, so entspricht die biologische Schädlingsbekämpfung einer hochspezifischen Behandlung. In diesem Gewächshaus werden Tomaten gezüchtet. Allerdings hat sein Besitzer vor kurzem festgestellt, dass seine Kulturen von den gefürchteten Tripsen, auch Fransenflügler genannt, befallen wurden. Die Schäden, die die mikroskopisch kleinen Fransenflügler jährlich anrichten, werden weltweit auf über 1 Milliarde Franken geschätzt. Tripse können sich auch ohne Partner und deshalb explosionsartig vermehren. Deshalb entwickeln sie sehr rasch Resistenz gegen Insektizide, weshalb ihnen mit chemischen Mitteln kaum mehr beizukommen ist. Ähnlich verhält es sich mit der ebenso gefürchteten weißen Fliege, die vor allem in Gewächshäusern angetroffen wird. Je wärmer es im Gewächshaus ist, desto schneller vermehrt sie sich. Das Vollinsekt schlüpft aus einem Puparium. Viele Gemüseproduzenten in Almería sind mittlerweile von der Notwendigkeit der Umstellung auf die biologische Schädlingsbekämpfung überzeugt. Im Gegensatz zur Chemie wirkt sie jedoch nur, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt ausgebracht wird. In jeder Packung befinden sich einige 100 Millionen Fadenwürmer. Die Fadenwürmer parasitieren die Jugendstadien von Fransenflüglern und weißen Fliegen, töten diese ab und vermehren sich im Insekt. Sie werden im Wasser aufgelöst und anschließend auf die befallenen Pflanzen gesprüht. Die Gemüsebauern brauchen keine Schutzmasken mehr, denn die Lösung ist völlig ungiftig. Das hier angewandte Verfahren ist ganz neu. Bisher wurden Nematoden nur im Boden angewandt. Hier werden sie auch direkt auf die Blätter verteilt. Ich habe schon vor 15 Jahren auf biologische Schädlingsbekämpfung umgestellt,
Warum ich das getan habe? Einfach der Gesundheit zuliebe und um die Zukunft der Landwirtschaft in Almería zu sichern. Biologische Schädlingsbekämpfung ist die Zukunft. Sie ist unabdingbar für die Gesundheit der Menschen. Wir brauchen gesunde Lebensmittel und sauberes Wasser. Es gibt Erkrankungen des Nervensystems wie Alzheimer oder Parkinson, die im Zusammenhang mit dem Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel stehen. Es ist einfach eine Notwendigkeit. In diesem Gewächshaus, wo noch mit konventionellen chemischen Methoden gearbeitet wird, wird sichtbar, welche Folgen der Einsatz von Chemie auf die Pflanzen hat. Weil die Insektizide kaum mehr wirken, muss mehrmals wöchentlich behandelt werden. Von der ständigen Dusche mit Chemikalien sind die Pflanzen schwach geworden und die Böden ausgelaugt. Nicht ich habe mich verändert, sondern wir müssen uns alle verändern. Wir haben nichts neu erfunden, wir wenden einfach die Gesetze der Natur an. Ein englischer Philosoph sagte, um die Natur zu beherrschen, muss man ihre Gesetze befolgen. Weil innerhalb eines Jahres bereits über ein Drittel der gesamten Anbaufläche in Almería auf die biologische Schädlingsbekämpfung umgestellt wurde, kommen die Nützlingsproduzenten wie die belgische Firma Biobest kaum mehr nach mit Liefern. Nützlinge sind Lebewesen. Ihre Haltbarkeit ist beschränkt. Bis sie ausgesetzt werden, müssen sie in einer Kühlkammer gelagert werden. Bevor die Nützlinge ausgeliefert werden, wird kontrolliert, ob sie noch leben. Auch bei Biobest kümmert man sich intensiv um die Schulung der Gemüseproduzenten. Noch befinden sich diese in einer Lernphase und es gilt, fast jedes einzelne Gewächshaus zu besuchen. Deshalb kooperiert Biobest mit dem Insektenforscher und Filmer Urs Wiss. Auch in diesem Gewächshaus, wo Auberginen gezüchtet werden, findet der Professor die gefürchteten Tripse. Hier entschließt man sich jedoch zu einer Bekämpfung mit Raubwanzen. Oft gibt es verschiedene Optionen in der biologischen Schädlingsbekämpfung und es braucht Wissen und Erfahrung, die jeweils beste zu wählen. Nachdem die Raubwanzen in kleinere Behältnisse umgeschüttet wurden, machen sie sich sofort auf Nahrungssuche. Eine letzte Kontrolle ergibt, die Tiere sind aktiv und hungrig. Anschließend werden sie im ganzen Gewächshaus verteilt. Der Einsatz der Raubwanzen ist allerdings nur von März bis September möglich, denn sie brauchen zu ihrer Entwicklung mehr als 12 Stunden Tageslicht. Raubwanzen bekämpfen besonders die Larven von Tripsen, indem sie diese aussaugen. Die 2 bis 3 mm großen Tiere legen aber auch ihre Eier in das Pflanzengewebe ab. Auch die 3 bis 5 Tage später schlüpfenden Larven leben räuberisch. Biologische Schädlingsbekämpfung ist wirksam, aber nicht ganz einfach. Man kann nicht sagen, die biologische Schädlingsbekämpfung sei weniger teuer oder teurer als die chemische, besonders bei den Kulturen, die wir hier in Almería anbauen. Gewisse wichtige Schädlinge kann man heute einfach nicht mehr anders bekämpfen als mit Nützlingen. Modellhaft für die Zukunft des Gemüseanbaus unter Plastik ist dieses Gewächshaus. Hier verzichtet man völlig auf den Einsatz von Pestiziden. Die Pflanzen sind gut zugänglich. Bewässert wird mit Tropfenbewässerung direkt in die kontrolliert ausgegebene Pflanzenerde. Dem Auftreten von Schädlingen will man hier schon im Ansatz vorbeugen. Deshalb findet hier direkt im Gewächshaus eine offene Zucht von Schlupfwespen statt. In kleinen Töpfen wird Hafer, die Wirtspflanze der Haferblattlaus, aufgehängt. Um genügend Schlupfwespen als Insektenpolizei im riesigen Gewächshaus zu haben, werden die Schlupfwespen vor Ort gezüchtet. Wieder spielt sich der gleiche Kreislauf ab wie beim Nützlingsproduzenten. Schlupfwespen parasitieren Blattläuse,
Sie stechen sie an und legen ihre Eier in ihnen ab. Der Stich der Schlupfwespe ist das Todesurteil für die Blattlaus. Sie stirbt ab und dient der Schlupfwespe als Nahrung und Verpuppungsort. Ist sie ausgewachsen, schlüpft sie aus der mumifizierten Blattlaus. Der Kreislauf kann von neuem beginnen. Wenn die Pflanzen im Gewächshaus jetzt von Blattläusen befallen werden, sind dort bereits genügend viele Schlupfwespen vorhanden, um die Blattläuse in Schach zu halten. Andere Schlupfwespen sind auch Gegenspieler von Minierfliegen und anderen Schädlingen. Was zu beobachten ist, ist in den letzten Jahren, dass aufgrund der Verbrauchernachfrage natürlich auch der Bereich biologische Schädlingsbekämpfung einen ziemlichen Boom erlebt und dass wir national und auch international sehr hohe Zuwachsraten zu verzeichnen haben. Das bedeutet für uns Nützlingszüchter, ja, the sky is wide open, wir werden in Zukunft viel zu tun haben. Gleich anschließend den Swiss Made, die Termiten von Bern. In der Bundeshauptstadt Bern sind die Flamingos ein nicht zu überhörendes Stück Afrika. Aber auch im tropischen Vivarium finden sich Bewohner aus Afrika. Also wir sind hier im Tierpark der Hölzli in Bern. Und in unserem einzigen Gebäude, das beheizt ist, nämlich im Vivarium. Ja, wir versuchen hier Ökosysteme zu zeigen. Also so, wir haben Reptilien, Amphibien, Fische, Vögel, kleine Säuger. Und von der Planung her ist es sicher das Eindrücklichste, dass man sehr nahe an die Tiere und sehr nahe an die Pflanzen herantreten kann als Besucher. Ursprünglich war der Termitenbau etwa so groß wie eine Tortenschachtel mit einigen hundert Tieren, mit einem König und einer Königin. Und sie wurden hier in Bern eigentlich freigesetzt. Was man wissen muss, ist, es hat keine Unterkellerung an dieser Ort und Stelle. Sie haben also freien Zugang zu Erdreich und das haben sie auch genutzt. Und alles, was man über der Erde sieht, also was man optisch sieht als Termitenhügel, das wurde aus dem Untergrund weggenommen, also 10 Tonnen Material. Sie haben rund 50 Meter Aktionsradius und sie gehen tatsächlich bei gutem Wetter und bei adäquaten Temperaturen hinaus, aus dem Vivarium hinaus und gehen dort Gras schneiden, um es einzubringen. Die Macrothermes bellicosus, die kriegerischen Termiten von Bern, ernähren sich hauptsächlich von einem Pilz, den sie mit den unverdaulichen Resten der Gräser kultivieren. Ohne den Pilz sind sie nicht überlebensfähig. Der Termitenbau ist ein architektonisches Meisterwerk. Um in der Hitze des afrikanischen Kontinents zu überleben, sind die Termitenbauten mit kathedralenförmigen Lüftungskanälen versehen. Der Bau ist außen so hart wie Zement. Drinnen findet sich ein ausgeklügeltes System von Gängen, Lüftungsschächten und Brutkammern. Die Termiten sind in Kasten unterteilt. Die häufigste Kaste sind kleine Arbeiter. Sie sind blind und nicht geschlechtsreif. Dann gibt es die kleinen und die großen Soldaten, die den Bau gegen Eindringlinge verteidigen. Alle Termiten des Baus gehören zu einer einzigen Familie. Sie haben dieselben Eltern, deren Kammer sich tief im Inneren befindet.
Hier haust die Königin, die bis zu 20 Jahre alt wird und im Sekundentakt Eier legt. Ihr über 10 cm langes Hinterteil ist voller Eier. Die Königin wird unablässig von ihren Untertanen gefüttert und bildet das eigentliche Nerven- und Befehlszentrum des Organismus. Der König begattet sie regelmäßig. Dies ist die einzige bekannte Aufnahme einer solchen Begattung. Je nachdem, wie sie gefüttert werden, werden aus den Eiern Arbeiter, Krieger oder auch flugfähige Tiere. Die Tiere müssen eher mit einem einzigen Organismus verglichen werden als mit Individuen. Sie scheinen alle einer zentralen Befehlsgewalt zu unterstehen. Also kommuniziert wird über Chemie, aber auch über akustische Signale. Warnungen können über Klopflaut weitergegeben werden. Und es gibt Kombinationen von akustischen Signalen und Duftsignalen. Ihren Namen, große kriegerische Termiten, verdanken sie vor allem ihren großen Soldaten, die den Bau gegen Eindringlinge verteidigen. Also wenn das Termitenvolk eine gewisse Stärke hat, werden dann Geschlechtstiere gebildet. Die sind dann wesentlich größer und geflügelt. Und das sind Zehntausende von Tieren, bis 100.000 Tiere können das sein. Und die fliegen dann bei geeigneter Gelegenheit aus. Ihre einzige Mission? Das Überleben der Familie an einem anderen Ort zu sichern. Wenn sie nicht ausfliegen, stirbt das Termitenvolk. Stirbt nämlich die Königin, so sterben auch alle Termiten der Familie innerhalb weniger Tage auf mysteriöse Art. Und der Termitenbau bleibt leer zurück. Sie sahen gute Insekten, böse Insekten. Die DVD dieser Sendung mit Bonusmaterial können